So Leute, neues Let's Play. Das war klar, dass ich das machen werde. Habe ich ja schon vor langem geplant. Und ich glaube, viele von euch haben auch darauf gewartet. Die auf den Final Fantasy 13 2 oder 2 100% plus Achievement Run. Ja, ich habe das ja schon im Golden Eye Video erwähnt, dass ich ja 2 Wochen lang irgendwie nichts aufgenommen habe, obwohl ich den ja Bock schon hatte. Da kamen einige Sachen dazwischen, habe ich dort schon erklärt, brauche ich jetzt nicht hier zu erklären. Und es kostet etwas Zeit, um sich auf so ein Let's Play vorzubereiten. Ich will ja euch alles zeigen, wie ihr Sachen am besten bekommen könnt, Strategien und so weiter, wie beim Vorgänger. Ich will euch hier nicht blind herumlaufen lassen. Ich will euch auf dieses Spiel vorbereiten, weil wenn man zu schnell nach vorne braust in diesem Spiel, kann es sein, dass man sehr schnell krepiert oder die falschen Gegner trifft. Kommen wir erstmal zum Menü hier. Sagen wir mal, nee, noch nichts mit dem Menü. Dieses Spiel ist auch, habe ich jetzt Alzheimer? Nein, dieses Spiel ist auch komplex wie der Vorgänger. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht von Square. Ich weiß nicht, wieso das bei denen so ist, aber immer wenn sie einen Nachfolger versuchen, einen Nachfolger von einem Final Fantasy Teil zu machen, dann geht das irgendwie immer nach hinten los. Ich meine jetzt nicht, dass der Teil schlecht ist, der ist noch okay. Aber dieser Teil kann den Vorgänger wirklich nicht das Wasser reichen. Final Fantasy XIII ist um einiges besser, obwohl es im Vorgänger nur ums Kämpfen geht eigentlich. Hier gibt es noch solche Spaßfaktoren, aber die Geschichte in diesem Spiel ist viel zu kurz. Falls ihr die Geschichte von Final Fantasy XIII gern kennenlernen wollt, dann ist hier die Vorgeschichte. Klicken wir einmal rauf. Falls ihr den Vorgänger nicht gespielt habt, könnt ihr hier alles nachlesen. Hier sind alle Kapitel drauf. 13 schöne Kapitel. Was bei dem Nachfolger jetzt schade ist, hier gibt es nur 6 Kapitel. Als ich davon gelesen habe, dachte ich, mir vielleicht sind das 6 lange Kapitel. Aber nee, ich wurde enttäuscht, es waren nur 6 kurze Kapitel. Gehen wir lieber zum Menü erstmal zurück. Wie ihr hier jetzt gleich sehen werdet, habe ich die 100% nicht erreicht. Wieso? Die 100% hier zu sammeln bringt nicht so viel Spaß wie bei dem Vorgänger. Da hatte ich wirklich Spaß, egal um welches Achievement es ging. Hier sind die Achievements ein bisschen, da verliert man nach einer Zeit die Lust, die überhaupt noch zu sammeln. Aber irgendwann kommt dann wieder die Lust, weiter zu sammeln. Aber wenn man ein Final Fantasy XIII Fan ist. So. Zu den Inhalten habe ich bis jetzt alle runtergeladen. Um dieses Let's Play ein bisschen zu verfeinern. Ich könnte jetzt da drauf gehen, aber es dauert zu lang, das Laden. Ich habe wirklich, kann ich schon voraussagen, alle, die bis heute ist der, Moment noch, heute ist der 28. oder 29.3., ich weiß jetzt nicht genau, habe ich bis jetzt alle runtergeladen. 29. oder 28.3.2012, mein Gott, das geht doch nicht. Lass mich mal gucken, 28.3.2012, den haben wir heute. Der Stuhl knattert noch immer. Noch immer keinen Ersatzteil gekriegt, aber egal. Ich werde euch alles zu den Inhalten auch noch mitteilen, falls welche im Laufe des Let's Plays dazukommen. Packe ich die gerne mit rein, weil die kosten eigentlich immer nur 99 Cent oder 1,99. Da hat mal ein Pack 4,99 gekostet, aber waren mehrere Sachen mit dabei.
Ich finde das nicht so schlimm, ab und zu mal dafür was auszugeben. Manche geben für Online-Spiele wie WoW für jeden Monat was aus. So, und wenn der Monat dann vorbei ist, haben die dann keinen Zugriff mehr drauf. Ich habe hier jetzt dauerhaft Zugriff auf diese Inhalte. Ja, okay, bei WoW ist es was, keine Inhalte, sondern das gesamte Spiel. Hier sind das nur Kleinigkeiten. Egal. Spiel fortsetzen werden wir nicht machen, wenn ein neues Spiel beginnt. Aber ich gehe erstmal in die Einstellung. Beiträge verfassen. Beitragsfunktion für soziales Netzwerk einstellen. Beiträge können der Chronosphäre. Okay, das kenne ich gar nicht. Oder ich habe nicht aufgepasst, als ich das Spiel gegangen habe. Was die Chronosphäre ist, werden wir noch alles kennenlernen. Sorry, wenn ich jetzt erstmal am Anfang so viel rede, aber wie gesagt, es ist komplex wie der Vorgänger. Auch wenn er kürzer ist. Von der Storyline her. Sprechernamen einblenden, einblenden. Bildschirmhelligkeit ist okay. Schwierigkeitsgrad von Kämpfen. Normal und einfach. Wie immer, ihr wisst, ich will immer eine Challenge haben. Immer die schwerste Schwierigkeitsstufe. Ja, okay. Bei manchen Spielen ist es nur eine schwere, nicht die schwierigste. Habe ich schwerste gesagt? Vorhin? Ja, egal. Auf automatische Auswahl ziehen. Ja, das ist alles okay. Zeigt nach Norden. Ist auch okay. Okay, dann lasst uns mal beginnen und dann erzähle ich euch so ein paar Unterschiede zwischen den Vorgänger und Nachfolger, wenn es keine Cutscene gibt und wir normal in Ruhe rumlaufen oder so. 3, 2, 1. Das Let's Play beginnt. Tack. Oh, nochmal aussuchen. Natürlich normal. Das Spiel im normalen Modus beginnt. Die Einstellungen zum Schwierigkeitsgrad können im Menü geändert werden. Sollen wir es beginnen? Ja. Es wurde mindestens ein Spielstand von Final Fantasy XIII gefunden. Unter Bonusinhalte des Titelbildschirms sind nur besondere Gegenstände erhältlich. Und auf dem Spiel können spezielle Raritäten erworben. Es lohnt sich, die Augen offen zu halten. Ja. Ich erinnere mich nicht, ob das war, als ich das Neue angefangen habe. So, wie ihr seht, habe ich hier schon zwei Spielstände. Das heißt nicht, dass ich das zweimal durchgespielt habe. Ich habe ja noch kein 100% erreicht. Fragmente könntet ihr lesen. Das ist ein Achievement, das wirklich, boah, das wirklich Nerven kostet. Dazu komme ich doch. Der erste Spielstand, nur damit ihr es wisst, den habe ich nur bis dorthin gespielt, als das Spiel durch war. Ab Spielstand 2 ging die Achievement-Suche los. Und wir nehmen einen neuen Spielstand. Ja. Sollen diese gespeicherten Daten gespeichert werden? Ja. Ich weiß, ihr habt ziemlich lange hierauf gewartet und ich hatte wirklich wenig Zeit. Ich habe ja noch ein Leben nebenbei. So, automatisch speichern. Das kann man lesen, das ist etwas Positives. Im Spiel haben die eigentlich gut, finde ich, gut gemacht. Final Fantasy XIII 2 speichert in regelmäßigen Abständen den aktuellen Spielstand automatisch. Während des automatischen Speicherns wird in der oberen linken Bildschirmecke ein Symbol eingeblendet. Das ist dieser, ich wollte schon grün sagen, gelbe Ring. Das Blinken der Festplatten, okay, das ist egal. Nicht ausschalten, das ist Standard. Ja, viele von euch haben drauf gewartet und ich habe sogar einige Nachrichten bekommen, dass welche nur auf mein Let's Play warten und sich keine andere angesehen haben oder das Spiel noch nicht gekauft haben. Also das freut mich wirklich. Divine Etro, go peacefully to your rest. I will stand guard over your legacy. Thank you.
is awash with sadness. Life and death lose all meaning under the rolling waves of chaos. Valhalla. The currents of time do not touch its shores. In this world of lost moments, I begin my life anew. This eternity, it was never your desire. Is that not so? You... Oh nee, Zernitra. Lose yourself in battle and rejoice! Embrace the terror. Oh, er hat die Shiva-Schwestern zurück in die Küche geschickt.